Hallo und guten Morgen, liebe Angelfreunde. Heute bin ich zu Besuch und lasse mich selbst etwas guiden. Ich bin zu Besuch in Mecklenburg-Vorpommern bei einem sehr netten YouTube-Zuschauer und Angelkollegen, dem lieben Dave. Und den stelle ich euch jetzt mal vor. Der hat nämlich auch exzellente Angelbedingungen hier. So, der Dave möchte auch die neuen Baitjigger-Routen testen und die habe ich ihm zum Testen dann mitgebracht. Ich bin mal gespannt, was er dazu sagt. Wir werden also heute gemeinsam angeln gehen und er darf das erste Mal Baitjigger-Routen ausprobieren. Wir gucken mal, wo er ist. Dave, bist du da irgendwo? Ja. Ah, da kommt er. Guten Morgen, Uli. Hallo, Dave. Ich habe dir was mitgebracht zum Testen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Super Gerätschaften, das sind meine Testrouten. Da sind noch die Etiketten hier drauf, die der Carsten da draufkleben lassen hat zum Testen. Die sind aber schon eingeangelt, die haben schon dicke Fische gefangen. Ich bin sehr gespannt. Fühlt sich gut an. Ja. Viele denken ja, ich habe mit meinem Bootshaus am Möhnesee schon einen richtig geilen Startpunkt zum Angeln. Aber wenn ihr hier reinguckt, das ist noch mal eine Nummer geiler. Da liegt das Boot nämlich schon im Wasser drin und wir gucken uns das mal an. Eine richtig geile Bootsgarage. Und da hinten geht es schon raus ins Wasser. Von hier aus starten wir gleich. Dave, ist das normal hier oder gibt es das also immer wieder dann auch mal hier zu haben? Ist das für die Mecklenburger ein ganz normaler Startpunkt oder hast du da eine ganz besondere Startposition? Ja, es gibt so einige Bootshäuser, Bootsschuppen, die so ausgebaut sind und auch dicht am Wasser. Natürlich sind Bootshäuser, aber normal ist es nicht. Okay, also hast du da auch ein bisschen Glück gehabt, genauso wie ich am Möhnesee. Ich habe unglaublich viel Glück gehabt. Meine Verwandtschaft hat es mir ermöglicht. Also es war wirklich so eine Erbgeschichte. Ich habe da wirklich wahnsinnig viel Glück mit Super. Gehabt. Also manchmal nimmt man solche Dinger ja auch als gegeben hin und weiß die gar nicht zu schätzen. Wenn ihr auch nur im Ansatz solche Möglichkeiten habt, seid dankbar. Es ist nicht normal, aber es geht natürlich auch anders. Wir fahren heute zwar mit dem Bötchen durch die Gegend, aber mit ganz einfachen Mitteln in einem hoffentlich fängigen Revier. Die Fische haben in den letzten Tagen, habe ich gehört, ausgesprochen schlecht gebissen. Und von daher sind unsere Erwartungen erstmal nicht so hoch. Oder Dave, was sagst du dazu? Also ich sehe nicht so positiv den Tag heute entgegen, was große Fische anbelangt. Kleine Fische denke ich schon, dass wir da das eine oder andere ins Band kriegen sollten. Müssen eigentlich. Mein persönliches Ziel für heute ist, die Metermarke auf mein Hausgewässer endlich mit Uli Bayer zu knacken. Mal sehen, ob uns das gelingt. Der hat hier noch keinen Meter Hecht gefangen und will den ausgerechnet heute, wo er mir vorher erzählt hat, dass es nicht so toll läuft, dann fangen mit mir. Ich soll der Garant für einen Meter Hecht sein. Oh Gott. Hier im Hintergrund geht's gleich los. Und streng genommen sieht es hier vorne schon richtig hechtig aus. Also ich habe schon fast Lust, hier den Köder auszuwerfen. Aber der Dave hat gesagt, wenn, dann beißen hier nur besonders kleine Hechte. Nobel geht die Welt zugrunde. Der macht sogar elektrisch die Tür hier auf. Hat der rote Motor irgendeine Bedeutung? Ich hoffe, dass es eine Diebstahlsicherung ist. So, dann wollen wir mal auf ins Abenteuer Mecklenburg an der Havel. Heute werde ich mal selber geguidet. Hier vorne haben Horst und Heinz schon gedreht. Ah. Und mein Bootschuppennachbarn begrüßt auf NDR. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Route raus, der Spaß beginnt. Yeah, genau. Ja. Liebe Grüße, Horst. Also der liebe Horst Hennings und der Heinz Galling waren auch schon hier. Das ist jetzt ein großer Zufall, weil das war der Nachbar vom Dave. Und ich habe gefragt, und wie haben die gefangen?
Leider ganz schlecht, hat er mir gerade gesagt. Also die Vorzeichen sehen jetzt nicht so gut aus. Wir hoffen, dass wir trotzdem einen schönen Tag haben und euch einen besonders schönen Film präsentieren können. Also es war damals in der Tat so, das ist schon ein paar Jahre her, dass sie mit Herrn Blesing hier unterwegs waren. Das ist ein Guide hier in der Ecke. Und haben hier ein bisschen gefischt und meiner Meinung nach wirklich nur kleine Hechte, wenn überhaupt, gefangen. Also es war echt auch schleppend. Auch schleppend will ich jetzt nicht gehört haben. Okay. Heute wird's richtig geil. Heute fangen wir nur die Dicken. Wir sind jetzt gerade mal an Land gegangen. Der Dave will mir ein bisschen was erklären. Hier ist sein leidenschaftliches Angelrevier. Dave, was gibt's hier zu berichten? Ja, Uli, das ist mein Hausgewässer. Wir haben hier in diesem See die tiefste Stelle von ungefähr 12 Meter, einmal geradezu. Und dieser ausgetonnte Bereich hier ist ein absoluter Flachwasserbereich, also maximal anderthalb, vielleicht kleine Löcher mit 2 Meter, je nach Wasserstand drinne. Ansonsten auch ganz viel knietiefes und sehr viel krautige Felder, also jetzt um die Jahreszeit abgestorbenes Kraut. Mal gucken, ob wir da heute vielleicht sogar den einen oder anderen Hecht noch abgreifen können. Ansonsten vermute ich die eher auf den Kanten direkt ins Tiefere. Also der Plan ist jetzt morgens erstmal hier im Flachen anzufangen. Genau. Und dann, wenn sie da nicht sind, dann gehen wir in tieferes dann Wasser. Dann gehen wir ins Tiefere, genau. Und das ist ganz schön. Da braucht man nämlich keinen Echolot. Einige von euch wollen ja auch ein bisschen Angeln für Normalos haben, ohne große Echolot-Technik und so. Und hier im Flachen ist das Echolot Blödsinn. Braucht man gar nicht. Wir müssen nur nachgucken, ob die Fische da sind. Wetter ist schon mal ganz gut. Es hat geregnet ohne Ende die letzten Tage. Und heute ist zumindest im Moment etwas besser. Das sehen wir schon mal positiv. Da sehen wir positiv, genau. Zum Thema Echolot, vielleicht meine Erfahrung dazu nochmal, Uli. Ja. Gerade in den Flachwasserbereichen, Leute, macht die Echolote aus. Ja. Die haben eher eine Scheuchwirkung, als das für euch Punkte bringt. Ja. Mancher meint ja, Echolot anmachen, Fisch sehen und dann ist der gefangen. Totaler Blödsinn ist das. Also Echolot als Orientierung, was für Tiefenverhältnisse man hat, wo Strukturen, wo Kraut und sowas ist, das ist gut. Aber Echolot, um den Fisch zu spotten und dann zu fangen, ist in Gewässern, wo die Fische nicht viel Echolot-Erfahrung haben, sehr schön. Da kann man auch mal schnell einen ganz großen Fisch fangen. Aber am Möhnesee habt ihr mitgekriegt, das ist nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Und wir wollen das jetzt ganz anders angehen. Jetzt gehen wir wieder ins Boot und dann geht's hier aufs flache Wasser. Ich bin heiß. Da kommt schon mein Taxi. Dave, wie oft machst du hier solche Taxidienste? Das ist ja richtig vornehm. Oft. Ich habe das im Jahr vielleicht 2-3 Mal oder 4 Mal, dass hier irgendwelche Leute mit Stand-up-Paddel den Wind unterschätzen oder den See unterschätzen und ich die dann rüber auf der anderen Seite zum Campingplatz bringen muss. Keine Angler, die er retten muss. Uli, jetzt bräuchten wir irgendwelche Köder, die relativ flach laufen. Hast du uns da was mitgebracht von Carsten? Nichts leichter als das. Wir haben Rogleider, wir haben Butcher in verschiedenen Größen, in verschiedenen Ausführungen und können die auch richtig schön bebleien. Ich bin gespannt, ob der Meter fällt. Oh Gott, ich bin erstmal froh, wenn wir überhaupt was fangen. Das ist immer die erste wichtige Hürde, die man nehmen muss. Wenn man dann den Fuß in der Tür hat und merkt, es läuft richtig gut, dann kann man auch mal frech werden und auf größere Köder und Fische setzen. Aber ich bin da erstmal bescheiden, erstmal kämpfen, dass überhaupt was kommt. Uli, 2 Jahre lang nehmen wir uns das jetzt schon vor, zusammen loszufahren. Und jetzt ist die Gelegenheit, wenn nicht jetzt, wann dann? Naja, wenn es schön ist und wenn die Fische beißen, dann komme ich ja vielleicht noch mal wieder. Ne? Also Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut oder wie heißt das. Ne? Also wir fangen jetzt erstmal an, ich kriege mal ein Gefühl dafür und dann schauen wir weiter. Der hat hier einen Anker im Boot liegen. Keinen E-Motor seht ihr hier vorne drauf.
der hat einen Anker im Boot liegen und will jetzt hier mitten auf der Fläche ankern. Dave. Willi, bei uns in dem Revier ist das Driftangeln sowie das Angeln mit Bugmotor verboten. Man darf es nicht, man darf nur vom verankerten Boot aus angeln. Das machen wir auch. Wenn du mal runter guckst, ihr habt das Boot ja schon gesehen, es ist ein wahnsinnig schweres Boot und ich habe hier auch einen entsprechend schweren Anker vom lieben Freund Martin mal geschenkt bekommen aus Berlin. Der hält die Kiste hier sogar bei richtig Wind. Dave, du sagtest gerade, Bugmotor ist hier verboten. Ich habe jetzt auf meinem Boot einen Bugmotor mit einer Ankerfunktion. Wie verhält sich denn damit? Also rechtlich gesehen, ich habe da auch noch mal nachgefragt, ist es so, selbst mit der Ankerfunktion ist das Angeln mit einem Bugmotor nicht erlaubt. Es gilt als nicht geankert. Auch ich kann es nicht nachvollziehen, auch wenn es GPS gesteuert ist und man genau auf dieser Stelle bleibt. Ich weiß, aber es ist nicht erlaubt. Also Uli, hier ist mein Favorit, die Farbe Fire Tiger. Das läuft hier im Normalfall richtig gut. Ich bin mal gespannt, wie es sich heute verhält. Probier mal ein bisschen mit UBS und dann können wir schön vergleichen. Bei dem Wetter braucht der alte Mann einen Hut. Du hast eine Kapuze, ja. Ich habe von meiner Frau eine wunderbare Jacke zum Geburtstag geschenkt bekommen. Guck mal, was da drauf steht. Genau. Ihr seht, die ist nicht neu. Das ist nicht gesponsert oder sonst. Das Einzige, was er heute tatsächlich von mir mitgebracht bekommen hat, sind die zwei Angelruten, die er heute dann intensiver ausprobieren möchte. So, wollen wir mal gucken, ob UBS in Mecklenburg-Vorpommern auch funktioniert. Der Dave schwört ja auf den Fire Tiger. Da wird so ein schöner UBS Rockglider vielleicht auch gute Dienste tun. Das Wasser ist relativ trübe. Das heißt, so ein bisschen schockige Farbe wird gut sein. Zumindest haben wir damit Chancen, dann auch den Hechten etwas näher zu rücken, als das mit Naturfarben der Fall wäre. Kraut gibt's hier schon mal. Hoffen wir erstmal auf den Krauthecht. Sind das bei euch auch die besonders großen? Ja. Die Krauthechte. Unser Experiment im ganz flachen Wasser ist schon mal nichts gewesen. Wir haben Temperatur gemessen. Und da sind nur noch 5 Grad Wassertemperatur. Das ist dann schon ausgesprochen wenig. Und wir vermuten, dass die Fische aus dem ganz flachen Wasser abgehauen sind. Auch die Haubentaucher tauchen hier etwas mehr im tiefen Wasser. Und entsprechend im tieferen Wasser im Herbst ist das Wasser dann doch deutlich wärmer. Die kühlsten Temperaturen findet man im absoluten Flachwasser, da wo normalerweise auch viele Hechte zu finden sind. Aber wenn es dann so richtig schattig im Herbst wird, dann verschwinden die auch ins tiefere Wasser. Und deswegen gehen wir jetzt mal 1-2 Stufen tiefer angeln. Der erste Fisch. Man freut sich auch über ganz kleine Fische. Petri! Man muss auch bescheiden sein können. Also, die erste Pflicht ist erfüllt. Wir haben uns entschneidert. Der Dave ist jetzt ganz happy. Ein Mikrohecht. Lässt ihn hoffen, dass da noch mehr sind und vielleicht auch größere. Wir haben jetzt verschiedene Stellen angefahren, immer wieder mal 10, 20 Würfe probiert und er sagte, wenn wir einen haben, dann kommen noch mehr. Wollen wir mal sehen, Dave. Er ist ganz optimistisch, ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Wir haben jetzt über eine Stunde erstmal nichts gefangen.
Aber Barsche als Nachläufer gehabt. Genau, hier, also hier war jetzt tatsächlich so, er hatte erst zwei Barsche hinterher. Einer blieb sogar kurz am Köder hängen, hier auf so ein Chatterbait vom Carsten. Und dann habe ich hier auf einen kleinen, auf so einen Babybutcher umgestellt. Und ja, der brachte den Hecht. Vielleicht gibt es ja noch mehr. Der Dave möchte mir auch so ein bisschen hier seine Heimatgewässer zeigen. Das ist ja von der Natur alles super, super klasse. Wenn er hier so reinguckt, könnte man gleich sagen, Anglerparadies, ne? Dave, was gibt's hier so für Fische? Also das ist jetzt hier so ein kleiner See, der wirkt relativ flach. Der See ist auch relativ flach, also maximal 2-2,5 Meter. Keine großen Hechte. Es gibt Hechte, ja, viele, ja, aber kleine. Ne? Ich bin kein Friedfischangler, aber von den Bewohnern hier weiß ich, dass auch immer gute Karpfen, gute Schleie gefangen werden. Ja, wir gucken mal, vielleicht kriegen wir hier noch so einen kleinen, wie sagst du mal, Schnuffi ans Band. Oder vielleicht auch zwei. Mal gucken. Also die Hoffnung auf den Meterhecht hat er mir so ein bisschen genommen, aber wir machen auch Schnuffi-Angeln. Ihr wollt ja auch normale Fische sehen und normale Gewässer. Und hier gibt es normale Fische in normalen Gewässern in Deutschland, mitten in Deutschland. Und ja, ein bisschen arbeiten gehört ja auch dazu. Ja, schöne Natur gibt es auch in Deutschland, nicht nur in Schweden oder sonst wo. Auch mitten in Deutschland kann man richtig schöne Naturparadiese finden. Petri, hi. Petri, dank. Da kannst du dich beim Papa bedanken, der dir so schöne Köder baut, ne? Liebe Grüße an Reini Dust. Hecht Nummer 2. Und sie werden langsam größer. Ein Schnuffi. Wenn es blutet, ist das mein Blut vom letzten Hecht noch. Ja, wir haben eine ganze Weile gesucht und hier haben wir jetzt so ein kleines Hechtnest gefunden. Der Dave hatte auf einem selbstgebauten, so pinkfarbenen Köder gerade gleich mehrere Bisse. Und da habe ich abgeguckt, das ist ja eine ganz typische Winternummer, wenn die Fische dann im kalten Wasser unterwegs sind, hier an dem kleinen Ruckleider ist ein orangefarbener Bauch dran. Orange, Pink und Fluorrot sind im Winter richtig gute Farben und auch im Flachwasser dann gut einzusetzen. Ich gehe davon aus, dass der kleine Ruckleider hier jetzt noch gute Dienste erweisen wird. Dave, du hast ja jetzt deinen ersten Fisch an der UBS Baitjigger gedrillt. Wie war das denn? Uli, ob du es glaubst oder nicht, ich habe gerade dran gedacht. Ich habe echt gerade gedacht, das Ding hier hat Potenzial, um in meinem Sortiment zu landen. Also sie hat eine wirklich gute Rückmeldung, sehr gute Rückmeldung. Die macht übel Spaß und das sage ich nicht, weil ich jetzt so ein riesen Sack-Fan bin, sondern weil es tatsächlich meine Meinung ist. Also es ist, mir gefällt diese Route wahnsinnig doll. Kannst du empfehlen? Ja. Ja. Gefahr, sich zu verlieben, habe ich euch ja in meinem Video schon angekündigt, als ich euch die Routen vorgestellt habe. Und ich bin natürlich ein gemeiner Gerätehändler. Ich gebe meinen Gästen dann auch immer ganz gemeine Angelrouten in die Hand, damit die sich verlieben und
ja, vielleicht irgendwann dann auch mal Lust haben, so eine richtig geile Angelrute zu kaufen. In dem Sinne machen wir jetzt weiter, weil der muss vielleicht noch ein bisschen überzeugt werden. Überzeugt, glaube ich, bin ich. Das heißt, du brauchst jetzt gar keinen nicht mehr. Ich bin wunschlos glücklich. Ja. Da ist er. Da ist er. So ein Schnuffi, aber ein Fisch. Wie in Schweden im Scherengarten. Da sind das auch die Buchten, wo dann viele Hechte kommen. Ne? Ja. Wir wollten uns auch über kleine Hechte freuen. Petri. Gerade gesagt, die Sonne kommt raus und dann kommen auch die Hechte. So, manchmal muss man auch aufhören, wenn es schön ist und wenn es beißt. Der Dave möchte mir noch ein paar andere Stellen zeigen. Und ihr möchtet ja auch noch ein bisschen was von der Landschaft sehen. Wir haben jetzt schon vier oder fünf, wie viel haben wir insgesamt gefangen? Fünf Hechte? Ich glaube, fünf Hechte insgesamt. Das war jetzt alles nichts Gewaltiges. Der Dave hat den größten Hecht mit, ja, vielleicht hat er 70 gehabt. Nein, aber nein. Aber es war also bis jetzt, sagen wir mal, eine unterhaltsame Nummer. Und jetzt möchte er mir noch ein paar Stellen zeigen, wo auch größere Fische zu erwarten sind. Aber natürlich dann auch deutlich weniger Bisse. Ihr seht noch ein bisschen von der Landschaft hier im Hintergrund. Das ist also richtig schöne Landschaft. Und auch das wollen wir euch ja ein bisschen zeigen. So, jetzt haben wir noch mal das Gewässer gewechselt, sind jetzt noch auf einem anderen großen See, von dem der Dave sagt, hier gibt es auch richtig große Fische. Mal sehen, wir haben nicht mehr so viel Zeit, die Sonne steht schon relativ niedrig, aber unser Ziel ist es jetzt hier den dicken Fisch zu fangen. Ist der Dicke. Gerade einen schönen Biss gehabt. Wir sind jetzt mal in tieferes Wasser gefahren und da hat es gleich mal eingeschlagen. Der Dave kennt natürlich hier die Landzungen. Hier haben wir so eine Bojenmarkierung und da scheint Fisch auf so einer Landzunge zu stehen. Da war er, hier vorne. 70er Hecht. Ich habe nur gesehen, den Sack. Ich weiß nicht, ob es die Kamera gesehen hat, aber ihr habt gesehen, wie ich wild angeschlagen habe. Da kam jetzt noch ein Hecht bis zur Oberfläche hinterher und hat mir hier meinen Butcher, ich halte euch den mal hier ins Bild, meinen Baby-Butcher, attackiert. Ich habe jetzt abends einen richtig gelben dran gemacht, gelb-grün, schöne Schockfarbe, damit die hier im dunklen Wasser noch was sehen. Hat fast funktioniert, er war noch da, vielleicht kriegen wir ja noch einen. Ansonsten seht ihr da hinten, die Sonne verschwindet so langsam. Unser letztes Licht ist jetzt gerade angezählt, also es geht so langsam dem Ende zu.
Was sagst du, Dave? Kriegen wir noch einen? Einen holen wir noch. Er ist noch optimistisch. Wir machen noch ein bisschen weiter. Der Meter fehlt noch. Und auch so ein Riese. Da ist noch einer. Den hast du doch nicht freiwillig dran gemacht. Nein, ich wurde dazu gezwungen. Der wurde nicht dazu gezwungen, der hat abgeguckt. Da habe ich gerade einen Biss drauf gehabt. Frechheit. Das ist, der hat ganz vorsichtig im Schwanz gehackt und ist dann hinterher aufgestiegen und hat sich den hier vorne Wolli genommen. Aber gute Feinfühligkeit A und O. Also nach dem Verlieben kommt dann das Ruteknutschen, ne? Später. Was sagt denn deine Frau dazu? Wenn du jetzt die Angelruten knutscht. Die findet das gut. Hab das gehört. Wenn die Männer ihre Angelruten knutschen, finden die Frauen das gut. Zumindest manche Frauen, aber meine wird sich vielleicht ihre Gedanken machen. Ja, liebe Angelfreunde. Das Licht ist gleich weg und bevor es ganz weg ist, wollten wir uns noch von euch verabschieden. Das waren jetzt nicht die Riesenhechte. Der Meterhecht lässt noch auf sich warten, aber Dave hat den letzten Hecht gefangen. Wir haben also ein paar gekriegt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ihr nicht nur auf große Hechte aus seid. Der Dave hat eine neue Angelroute getestet. Und geht jetzt fremd. Er ist begeistert. Wir sagen tschüss bis zum nächsten Mal. Euer Uli Weyer und Dave Dust. Macht's gut. Tschüss. Danke.